Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt ein. Infliction ist das Spiel unserer Begierde. Und es ist kein allzu langes Spiel. Wir werden wahrscheinlich zwei Sitzungen dafür brauchen. Das macht in etwa zwischen 6 und 8 Videos wahrscheinlich. Und ja, hat ganz gute Bewertungen und deshalb zocken wir es einfach mal. Und es geht wohl um Horror, wie man unschwer erkennen kann. Was genau passiert, weiß ich nicht, aber ich sehe, da läuft ein Rollstuhl. Ja, wo läuft's gerade hin? Na, es geht wohl um irgendein Haus. Also, ich habe in den Rezensionen gelesen, viele haben das mit verschiedensten Spielen verglichen. Unter anderem wurde Visage genannt und PT, was so ein Spiel ist, was ja niemals rausgekommen ist, was aus der Silent Hill-Reihe, das wäre eigentlich Silent Hill-Teil wohl gewesen, aber das ist dann nie erschienen, dieses Spiel. Aber waren viele trotzdem eigentlich begeistert von. Ja, und wir steigen jetzt einfach mal ein und dann lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Ne? Jo. Bin unvorbereitet. Ich auch. Macht doch nichts. Das, was ich gerade erzählt habe, war so ziemlich das, was ich wusste. Dies ist der Ort zwischen den Orten. Gibt es nur Trauer und Sühne. Hier werden die Verlorenen wiedergefunden. Hier zeigt die Vergeltung ihr hässliches Antlitz. Ein gewaltsamer Tod gebiert. Jetzt komme ich nicht weiter. Rachsüchtigen Seelen und weiter kam Okay. Weil ich erst irritiert war, wie schnell du das Englische oben übersetzen kannst, weil ich nicht gesehen habe, dass das unten in Deutsch stand. Okay. Oh, der Ton ist sehr leise. Oder Ja. ist er nur bei mir so leise? Ich mache ihn gleich lauter. Oh, Blaulicht. Oh, das ruckelt aber sehr, oder? Läuft das bei dir flüssig? Ich wollte gerade schon fragen, ja. Nee, tut's nicht. Was heißt denn ruckeln? Richtig ruckeln? Schlimm Richtig ruckeln? ruckeln. Ja, warte Richtig mal, schlimm. jetzt geht's aber langsam wieder. Nee, jetzt habe ich Stillstand. Also Okay, warte erst mal ab, bis wir da Diashow-mäßig. sind. Warte Naja. erst mal ab, bis wir da sind und das Spiel Okay. richtig beginnt. Huch, jetzt bin ich erschrocken, weil ich es lauter gemacht habe. Finde die Flugticket. Deine Frau hat eine Sprachnachricht auf deinem Autotelefon hinterlassen. Sie möchte, dass du ihre Flugtickets findest, da sie am Boarding Gate festsitzt und sie nicht finden kann. Durchsuche das Haus, finde die Tickets. Optionale Missionen, haben wir da welche? Finde und untersuche Gegenstände von Interesse, um Erinnerungen freizuschalten. Wenn du nicht weiter weißt, hilft dir eventuell Sarahs Tagebuch. Sarahs. Haben wir schon Erinnerungen? Nee, haben wir noch nichts gefunden. Ja, kann das sein, dass der, ich meine, der ist ja nicht gerade geboren worden, der. Aber wer weiß. So, wir haben eine Taschenlampe. Das ist ja schon mal eigentlich nicht so schlecht. Eh mitnehmen. Taschenlampe benutzen. Okay. Ja, das ist schon mal gut. Schon viel besser als gerade. So. Okay. Ich habe den Knopf für die Taschenlampe empfunden und den werde ich jetzt benutzen. In den Säcken sind bestimmt gleichen Teile. Meinst du? Nee, nein, nicht in denen. Okay. In denen daneben, in den schwarzen. Also. Da meine ich. Und dann das blaue Fass ist bestimmt das mit der Salzsäure. Ach nee, dann wären ja nur noch Knochen drin. Magie-Toys. So,
uns das sagen? Also ich kann... Ja, das ist alles sehr schön, aber ich glaube, das ist uninteressant. Ja, ich glaube, wir müssen rein in die Wohnung. Ich schätze auch. Oder ins Haus. Obwohl Maggies Toys hätten natürlich Erinnerungen drin sein können. Ja, aber die Kartons lassen sich ja nicht... Die kann man nur immer verschieben. Oh. Machst du das? Ja, ja, das war okay. Ich. Okay. So. Oh, nichts drin hier. Dong. Kannst du dich bücken? Ja. Kann ich, ja. Okay, wahrscheinlich kommt man... Da ist eine Tür. Und da ist eine Tür. Wir versuchen erstmal hier durch. Oh. Wir nehmen die andere. So ganz spontan. Ich wollte gerade mal gucken, ob ich nur die Mechanik vielleicht nicht... Kann man die eigentlich nicht dann machen? Wieso haben wir kein Licht in der Garage? Man weiß es nicht. Da sind sogar drei Türen. Hier vorne ist ja noch eine Tür. Gucken wir sogar hin. Sind die alle zu oder... Nee. Ah. Okay. Ach, hier geht's nach draußen. Ja, super. Bei dem Wetter muss ich jetzt nach draußen. Ja, die Eingangstür ist doch direkt daneben. Ja. Aber ich gehe ja nicht direkt hin. Aber guck mal, an den Fenstern sah es jetzt aus, als wenn von drinnen Licht käme. Oder scheint das nur von der Taschenlampe? Ach nee, nur von der Taschenlampe. Okay. Ist aber kein gemütlicher Abend hier. Nee. Oh, krieg grad Gänsehaut, ey. Toll, jetzt kriegt die Tür auch nicht auf. Hallo? Kann mich mal jemand reinlassen? Oh Gott, wenn da jetzt einer hergeht, ey, dann ist es aber vorbei. Dann ist es da oben. Aber gut. Hier kann man so einfach rein. Ah. Ohne Schlüssel und so. Wenn wir das können, kann das dann jemand anders auch? Ich befürchte das. Ja. Mach erstmal zu hier. Aber da ist Licht an. Immerhin. Aber warum? Ich meine, könntest du eventuell die Taschenlampe ausmachen. VCR. Falls es da wieder um Batterien geht oder so. Ich glaube, es geht nicht um Batterien. Aber so sieht man auch. Oh, ist auch zu dunkel. Ja, ja. Hast recht. Okay, aber zumindest scheint man wichtige Gegenstände angezeigt zu kriegen, ja. Genau. Seh's. Wollte ich gerade sagen. Aber guck mal. Müssen wir hier? Wer ist das denn? Sarah. Wird er mir nicht geben. Millie Stock Grooming. Okay. Mr. Gary Ryan Pote. Hat nie jemand gelesen. Listen up. We've got some news hot off the presses. This station has received reports that the two lighthouse keepers from Oxford Point Island Lighthouse have vanished. The lighthouse keepers work in 3-month shifts. On the shift change, two more lighthouse keepers headed out to the small island to relieve them. Upon their arrival, they could not find the men anywhere. It looks like they were halfway through dinner when something interrupted them. There were no signs of a struggle, and all their belongings were still there, including a journal kept by one of them. The journal states several times that the island was talking to them. The most common theory is that the men have suffered from cabin fever and were perhaps accidentally washed out to sea. Other cases like this have been reported on in the past, but have never been fully resolved. A full investigation has begun into this bizarre case. We'll update you as the story progresses. Okay, da gab es mal einen Film, ne? Mit den beiden Leuchtturmwärtern. Das hat mich nämlich jetzt gerade direkt dran erinnert. Okay. Dieselbe Story, die neuen kamen hin und die beiden anderen waren weg. Aber da war nichts mit Rauch oder so, dass die etwas hätten, auch kein Tagebuch, sondern die waren halt einfach nicht mehr da. Ja gut, aber vielleicht haben sie das ja als Inspiration genommen. Ja. Ah, oh, es gibt ein Hündchen. Scheinbar. Big Sale. 40%. Wieder da. Wirbel. Ja, ich muss mich verarzen.
Aber das hast du wieder getan. Ich bin, glaube ich, die Einzige, irgendwie, die sich mit Essstäbchen Splitter in den Daumen zieht. Oh Gott. Ja. Weiß ich auch nicht, ob für dich mit Stäbchen essen das Beste, die beste Idee ist. Jeder Mensch hat ein Talent. Ja, genau. Lexi, so ist das. Aber Essstäbchen machen. Oh, da steht, was steht da drauf? Ist das wichtig? Bäckerwürstchen. Blonden. Nee, glaube ich nicht, weil das war ein Blinken. Nee, eben, wir haben eben schon gesehen, dass bestimmte Gegenstände blinken, wie dieses Bild da hinten. Dieses Bild, okay. Oder hier. Also. Das Auge, guck mal. Ja, das Auge erscheint, wenn ich da drauf gehe, aber ja. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Es rollt mit der Pupille. I'm not sure exactly what's going on here, but she can already draw better than I can. She takes after her daddy. Echt? So mal ich nicht. Ich mal schlechter. Boah, das darf man auch keinen sagen. Also, das ist super. Was denn? Ich hatte gerade im Hintergrund tatsächlich ein Video geöffnet und dachte, was redet da im Hintergrund? Okay, also wir haben noch Eier. Das ist schon mal gut. Rosell, großartig. Ja, eine Melone, Eier, Butter. Kann man doch machen. Ananas. Milch. Ja. Genau. Läuft. Hochsaft. Was ist das? Ich würde sagen, das ist ein altes chinesisches Essen. Ja, irgendwie ja, so, sieht ne? nicht mehr so lecker aus. Ach, in den 90ern sind wir? Okay. Oh, Pizza! Oh, das ist gut, das ist mein Abteilung. Sunday Roast Dinner, das ist so großartig, ey. Wo ist die Mikrowelle da? Und das ist ein Ofen, alles gut. Also alles da, was wir brauchen. Hamburger, ohne Ende. Hamburger, ja. Kann ich was rausnehmen? Ja, kann ich sogar. Aber wahrscheinlich schon angucken. Ja, ja. Papas. Ja, boah, jetzt krieg ich Hunger, ey. Salat not included, ja, das ist klar. Ja, das ist normal. Wenn er included ist, dann ist so ein Gematsche. Ja. Kann man auch vergessen. Na, für Schatte von hier. Soweit, so gut hier alles. So, was hat man da für ein Bild? Oh, Hündchen. That's a big box. What is it? Wow, nice wrapping skills. Was? Oh my god, a puppy. I can't believe you so did this. Ach so, das ist die Erinnerung. Ja, ja. I'm gonna call you Sally. Sally, okay, ja, okay. Now it's time for your gift. Das verrät sie uns jetzt nicht, ne? Oh, das hat sie aber lieblos ausgepackt jetzt mal so. Oh, da drin noch ein Hund, ja. Ja. Ja, ja, das habe ich aber auch gerade gedacht. So, richtig Freude klingt irgendwie anders. Naja, echt so, als hättest du ein paar Socken ausgepackt. Ja. Ja, ehrlich. Moment. Was gucken? Ich glaube, es ist immer noch ein Tick zu leise, oder? Wie seht ihr das? Nee, ich hab's ja lauter gedreht. Ja, aber ich muss das ja auch in der Aufnahme vernünftig haben. Du musst es jetzt wahrscheinlich etwas leise drehen. Okay. Also die Stimmen sollten schon, wenn ihr geredet wird, etwa so laut sein wie wir. Finde ich. Oh, ich kann sogar alle Schränke aufmachen. Aber das wird ja wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade von Bedeutung sein. Die sind auch irgendwie vorwiegend leer. Ja, das wundert mich gerade. Wohnen die da nicht? Ja, das ist die Frage, ne? Kann ich jetzt? Das ist überhaupt sehr spartanisch eingerichtet, ne? Und aus meiner Küche wäre, stand da einiges mehr drin. Ja, nicht nur Küche, hier ist eine Wohnung. Was war das? Hat jemand geflüstert. Ich hab's gehört. Ich dachte, das wäre die Tür gewesen. Oh, yeah. Nee. Kannst du Licht anmachen? Ja, ja, hier geht kein Licht. Was ist das Schande, ey. Ich hab gerade klopfen gehört, aber ich glaube, das war bei mir. geht das los. Ich mach's noch einen Tick lauter, weil das Flüstern war mir gerade entschieden zu leise. Das hätte man ja fast gar nicht wahrgenommen. Ja. Da knirscht was. Was ist das für ein Geräusch? Neben dem Knirschen, meine ich.
Oh mein Gott. Das klingt wie ein Schaukelstuhl. Ja. Ich dachte gerade, was ist das? Aber das sind so Schritte auf dem Teppich. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Ja. Das ist sehr lieblos eingerichtet da, muss ich doch mal sagen. Ja. Ich glaube aber einfach, die Entwickler hatten nur zu wenig Möbel. Ach, das sieht doch auch schön aus. So, was haben wir denn hier? I got you a present. Behind the Black Veil 7. Just don't expect me to watch it with you. I know you love this horror stuff, but it gives me nightmares. Ghosts? Yuck. Okay. Feigling. Zoomen? Nee. Okay. Was denn? Läuft dann wie ein Rasenmäher. Mhm. Kann ich die einlegen? Nee, nee, kann ich nichts mitmachen. Ja, da scheint keiner da drin zu sein, deswegen kann da bestimmt nichts. Der Exorzist. Natürlich. Public Access. Oh Gott. Das ist der Horror. Ja, ja. A welcome back to Cooking with Massimo. Have you ever come home from work and found yourself stuck to what to have for dinner? Today, I've been asked to cook with ingredients you find around the house. No pancetta, okay? Oh, ich meine, den könnte ich mir schon nicht angucken. Also ich meine, ich mag ja so Akzente, ne? Mag ich ja sehr, aber der ist ein bisschen. Let's see what we have here. Komisch. We have mince meat. We have tomato sauce. We have mushrooms. We got the bread too. And a packet of pre-made pasta. Ja, noch lachen wir. Well, that's exciting. Ja. Oh, look here. Almost forgot the garlic. Ah, the garlic. Okay. Today we're going to make some kind of rogue meat. Großartig. A meat log, if you will. Let's start the cooking of the meat. Meat, heißt lightly das. Oil the pan. The pan, ne? The pan war was anderes. And set the stove to medium heat. Now, with the meat, you throw it in, slap it in here. Käme gar nicht zum Kochen. If you like, you can add some salt and the spices. But they gave me a nothing. Ah. I'm surprised they even gave me a saucepan. Oh, Sasha. They gave me a nothing. You know what? I'm not cooking with this packet of pasta. It can go straight in the bin. This meat looking good right now. A timer for the sugo. That. And some fungus. Fungus? Oh, eben waren es noch Mushrooms, sind Fungus. Stir this around and let it simmer. Was macht der da? Now, ich weiß auch noch nicht, wo das hinführen soll. Ah, that's right. While it simmers, we gotta prepare our bread. Und müssen das nicht. What ja, do we sein. Want is a nice pocket. Uns nach einer halben Stunde Kochshow angeguckt, die überhaupt keine Rolle für das Spiel spielt. Now we put the meat inside. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Oh, ma tu guarda, I forgot the garlic. Voran, oh well, you get the idea. Nee. Okay, let's assemble this masterpiece of culinary delight. Ja, der Delight. Also, okay. Das ist ein Masterpiece. Oh, Ist das nicht heiß? Ein bisschen Gore jetzt schon, ne? Also, zählt es schon mit Splatter und Gore? Here we have it, a meat roll.
with the roll. Fantastico. Eater the roll. I know eater the roll. You eat the roll. Und was ist denn mit der Spaghetti? Die hat er weggeschmissen. Er wollte die ja nicht. Okay, Sendung vorbei. So, jetzt steht da bestimmt irgendwo der Hinweis, koche das nach. Public Access. Jetzt fängt er wieder von vorne an. Nee, das brauchen wir nicht nochmal. Mach's nee. Geil. Ja. Ja. Wir können das nicht nachkochen. Oh, was ist da denn los? Ist nicht gut. Ach so. Ah. Okay. Oh. Oh, die Masken sind auch cool. Die sind cool, aber... Habe ich früher selbst gemacht, solche Masken. Ja, das war ja in den 80ern so. Genau. Nein, kann ich mich setzen? Ich habe auch eine eigene, wo ich meine Fresse da in... Ich auch. Ich hatte so Schiss, dass die es nicht mehr abkriegen. Ja. Ich hab die ja alle deswegen nicht mehr. Deswegen siehst du so aus. Hallo? Ich hätte demnächst zieh doch mal die Maske ab. Ja, so mal ran, das ist doch die Sarah. Do you, Sarah Angel Adage, take Gary Ryan Powell to be your lawfully wedded husband? To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Amen. Da haben wir mal Glück gehabt. Wir sind ja wohl der Mann, ne? Ja, ja, die Frau sitzt ja am Flughafen. Na genau. Okay, die Sachen bringen im Moment alle nichts. Das war auf jeden Fall jetzt gerade sehr unheimlich, das Geflackere. Das war nicht wussten, ja, stimmt. Dass es Feuer ist. Okay. Oh, jetzt hast du ausgeschaltet. Nee. Nee. War wohl nur so ein Fehlversuch. Achso, die Tür geht gar nicht auf. Okay. Habe ich jetzt Licht irgendwo angemacht? Draußen oder so? Ja, ja, nee, draußen. Ich lasse draußen mal Licht an. Boah, so viele Türen, ey. Und so viele, wo man nicht reinkommt. Ja. Friday, June 4th, 4:15 p.m. Oh, it's Mike here. I got a message earlier asking about changing the code to your security door. All you need to do is enter the code, follow the steps I told you on the day I installed it. I wrote the code on the back of my business card. If you have any problems, call me during business hours and I'll be happy to walk you through it. Der ist ja sehr motiviert, der Mann. Okay, also müssen wir vielleicht auch seine Visitenkarte. Ja. Das könnte diese hier sein. Nee, das ist keine. Okay. Das ist nur eine Notiz. Klarschrift. Zu erledigen. Butter, Hundefutter, Brot, Milch, Zahnpasta, Aspirin, Mike anrufen. Aspirin und dann Mike anrufen. Um den Code zu ändern. Okay. Was ist das? War das jemand von euch? Nein. Dann weiß ich nicht, was das für Geräusch war. Oh mein Gott. Ich bin gemutet. Aha. Aha. Oh. Can you believe it, Gary? It's not just the two of us anymore. Our family's growing. Gut, so Kunde. That 12-hour labor totally worth it. Little Maggie. Love at first sight does exist, and this is the second time I've experienced it. I'm so happy, honey. Also entweder hat die sich die ganze Zeit irgendwas reingepfiffen, oder die ist einfach so emotionslos. Ich glaube, die ist so. Vielleicht soll das ja auch, soll das mehr so den Eindruck der Erinnerung verstärken, vielleicht diese Art von... Na, geh doch einfach mal raus. Ja. Ja. So. Boxing. Ah. Wer braucht was? Ah.
oder? Liebe Sarah, vielen Dank, dass Sie uns bezüglich der Präsentation Ihrer Kunstwerke in der Tall Pines Gallery für die kommende Sommerausstellung geschrieben haben. Ihr beiliegendes Muster hat vielen von uns sehr gefallen. Sie sind wirklich eine talentierte Künstlerin. Leider sind alle Plätze für diese Ausstellung bereits belegt. Wir möchten Sie jedoch bitten, sich für die nächste Frühjahrsausstellung zu bewerben. Bewerbungen können ab dem 1. Februar eingereicht werden. Wir erkennen Ihre Begabung, doch wir erhalten für jede Ausstellung zahlreiche Bewerbungen und können keinen Platz garantieren. Daher bitten wir Sie, sich erneut zu bewerben. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Werk präsentiert haben. Wir hoffen, dass Sie die Ausstellung besuchen werden und die Gelegenheit nutzen, andere einheimische Künstler zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Patricia Gassman, Inhaberin und Kuratorin. Soll ich das mal gerade übersetzen? Sie sind scheiße, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, natürlich. Ja. Ja, vollkommen. Mein Gott. Rechtsanwälte Sarah Angela Adage. Sehr geehrte Mrs. Pout, ich freue mich, Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Erbprozess erfolgreich abgeschlossen wurde und der letzte Wille von Rose Ann Adage nun ausgeführt werden kann. Dem Testament entsprechend übersende ich das von Rose Ann Adage hinterlassene Erbe in Form eines Schecks in Höhe von 50.000 circa US-Dollar sowie die Testamentsurkunde an bla bla bla. Bei Fragen zur Erbschaft können Sie sich gerne an mich wenden. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld während dieses Prozesses. Mit freundlichen Grüßen, Morton Andrews Boykin, Senior Partner. Oma. Anbei ein Scheck. Eine Testamentsurkunde, eine Liste des Haushaltsinventars. Schön. Ja. Und was haben wir mit dem Geld gemacht? Nix. Sind wir so ungeöffnete Briefe hier? Ja. Ja, okay. You're my heart and soul. Love, Sarah. Aha. Klarschrift. Ja, grüß mein Herz. Okay.